Alarm auf der ADAC-Luftrettungsstation in Wittlich. Und das an einem ganz besonderen Tag. Denn Doc Caro hat ihre Luftrettungsausbildung abgeschlossen und fliegt ohne zweiten Notarzt zu den Einsätzen. Damit lastet eine große Verantwortung auf der Ärztin. Aber das ist nicht der einzige Grund für die Anspannung. Der Einsatz geht der zweifachen Mutter auch deshalb sehr nah, weil die verunglückte Person ein Kind ist. Darunter sehen Sie direkt davon. Einsatzmeldung, Sturzkind aus großer Höhe. Zwei Stichworte, die einem sofort irgendwie Adrenalin in die Adern schießen lassen. Und das ist das Wort Kind und das ist das Wort Sturz im Sinne von großer Höhe. Das kann echt alles bedeuten. Guten Tag, Holzner ist mein Name, Notärztin. Die Klamotten vom Vater schon blutüberströmt, weil das Kind hat eine Kopfplatzwunde und die blutet sehr stark. Für mich erstmal so eine Situation, wo ich mir einen Überblick verschaffen muss. Erzählen Sie mal bitte, was passiert ist. Wir haben hier Faust gemacht. Die Kinder waren tot und Mama hat meine Kinder gerufen. Da bin ich runtergerannt. Ja. Die ist ziemlich hoch gefallen auf der anderen Seite runter. Wie hoch? An die Stelle, so 2-3 Meter. Okay, also Sturz aus 2-3 Meter Höhe. Ja. Das heißt, da stelle ich mich schon auf alles ein. Und das ist tatsächlich was. Da würde ich lügen, wenn ich sage, dass mich das kalt lässt, weil grundsätzlich sind Einsätze mit Kindern immer speziell. Wie alt ist sie? 6 Jahre. 6. Du bist 6 Jahre alt, ist das richtig? Caro. Ja? 1-1 oder 15-3? 15-3. Ich bin die Ärztin. Ne? Pass auf, nein, es ist alles gut. Sie steht jetzt total unter Schock. Ich erkläre Ihnen jetzt mal, was wir machen. Weil ich möchte jetzt an diesem Kind nichts machen, ohne dass sie nicht ein bisschen was zum Schlafen hat, weil das ist einfach nur Stress. Das heißt, sie kriegt jetzt von mir was über die Nase, ja, dass sie ein bisschen wegdüselt. Dann kriegt sie auch irgendwann einen vernünftigen Zugang. Aber das mache ich jetzt nicht alles unter Schock. Ich habe mich dann dafür entschieden, sie sehr schnell zu sedieren. Das heißt, was zum Geben, zum Stress nehmen, zum Angstlösen. Auch im Hinblick darauf, dass ich sie untersuchen muss. Und das kann ich natürlich nicht bei einem Kind, was sich wehrt. Und das Wichtigste beim Kindernotfall ist wirklich, Ruhe reinzubringen. Um bei dem 6 Jahre alten Mädchen nicht unnötig Stress auszulösen, wird die Notärztin das Beruhigungsmittel nicht in die Venen spritzen, sondern schmerzlos über die Nase verabreichen. Pass auf, es gibt einmal so ein bisschen was Lustiges, das kribbelt ein bisschen. Gib's mal in die Nase, ja? Bitte? Nee. Atme mal ein. Super. Ja, ganz toll machst du das. Ja, ich weiß. Ja. Ist gut, Schatzi, ist gut. Ist gut. Ist alles gut. So, ich glaube, wir werden so langsam müde, ne? So sieht es zumindest ja, aus. Genau. Ich rufe gerade die Mama. Nur, dass Sie müssen sich keine Sorgen machen. Das ist jetzt ganz normal. Ja, ja. Ja. Das ist jetzt okay. Müssen Sie erst so halten oder wollen wir so schon mal flach hinlegen? Nee, ich möchte so flach hinlegen. Das ist ja keine optimale Position. Genau. Definitiv machen wir danach. Ja. Ja, ist klar. So, Jungs, dann würden wir aufsatteln, wenn ihr könnt. Die Eltern machen sich ja auch Sorgen. Ich meine, ich finde es eine grausame Vorstellung, dass jemand kommt, mir das Kind von meinem Schoß reißt und irgendwie was da macht. Das darf man auf gar keinen Fall machen. Man muss immer die Eltern mit ins Boot holen. Deshalb darf der Vater seine Tochter selbst auf die Trage legen. Ein Sanitäter stützt dabei den Hals, der anschließend von Caro mit einem Kragen stabilisiert wird. So, jetzt müssen wir sie mal einmal auf den Rücken drehen. Guck mal, da kommt so ein ganz, ganz komisches Ding. Das mache ich jetzt erstmal so ein bisschen provisorisch dran. Und jetzt drehen wir einmal auf den Rücken. Du sagst? 1, 2, 3. Jawohl. Können wir die irgendwie stabilisieren, rechts und links? Schwierig. Weil die turnt ja jetzt hier rum, ne? So, einmal Decke drüber. Wärme mal. Wärme. Man muss bei so Sturzmechanismen auch von Wirbelsäulenverletzungen ausgehen, von inneren Verletzungen. Und alles nur, weil ich was nicht sehe, heißt es ja nicht, dass es nicht da ist. Und deswegen gehört so ein Unfallmechanismus immer voll immobilisiert. Erst als der kleine Körper so fixiert ist, dass kein Wirbel mehr verrutschen kann, trägt das Team das Kind vorsichtig zum Rettungswagen. Noch ist unklar, wie schwer sie verletzt ist. Jeder Hinweis kann jetzt helfen. Hat sie irgendwas noch gesagt? Von Schmerzen, sich irgendwo hingefasst, außer an den Kopf? Ja, also, tut ihr alles weh. Alles. Haben Sie den Sturz selber gesehen? Nein. Wie ist sie denn gefallen? Auf die Füße oder auf den Rücken oder was? Oder auf den Kopf? So Rücken und dann Kopf oder was? Ja.
Alles klar, danke. Die Notärztin will den Rücken untersuchen. Stufenbildung spüre ich nicht. Gut, okay. Auf den ersten Blick kann Caro keine schweren Schäden erkennen. Schätzelein, pass auf, wir machen das. Wir kriegen das hin. Wenn du den Karten durch hast, telefonieren gehen. Das ist die Mutter? Ja. Holzner Notärztin, hallo. Ja. Mir ging natürlich nicht der Gedanke aus dem Kopf, was in einer Mutter vorgeht. Weil ich kann mir nur vorstellen, wenn mich einer anruft und sagt, irgendwie Hubschrauber, Notarzt, Sturz, Kind, ich würde Amok laufen. Ich werde Ihnen das sofort sagen. Jetzt erstmal als Mutter von Mutter zu Mutter. Ja? Ich bin selber Mama. Ich weiß, dass das jetzt ganz furchtbar ist und Sie jetzt total unter Schock stehen. Ja? Das kann ich total verstehen. Ich sage Ihnen jetzt mal was. Sie ist runtergestürzt, sie ist wach ansprechbar, das ist gut. Ich kann aber nicht genau es ausschließen, deswegen bringen wir sie jetzt ins Krankenhaus. Ich fühle dann immer mit, mein Mutterherz, ne, bricht dann auch. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, jetzt kriege ich schon wieder Tränen in den Augen. Das ist, glaube ich, der schlimmste Anruf, den man kriegen kann, wenn einer anruft und sagt, ihrem Kind ist was passiert. Hat ein bisschen was zur Beruhigung bekommen. Ich mache jetzt noch ein paar Untersuchungen. Und sobald ich weiß, wo wir hinfliegen, sage ich Ihnen Bescheid. This is a song about somebody else. Caro weiß, was sie sich selbst als Mutter von einer fremden Ärztin wünschen würde. Und genau so handelt sie auch. Ich glaube nicht, dass ich ihr die Angst nehmen konnte, weil das kann man nicht. Man kann einer Mutter keine Angst nehmen, deren Kind verunfallt ist. Aber ich konnte ihr zumindest die Situation versuchen, möglichst gut zu beschreiben. Schätzelein, und jetzt machen wir das nochmal auf, weil jetzt muss man Zugang legen. Hätte ich gern Sauerstoff, bitte. Nee, eine Maske, bitte. Ja. EKG dran. Oh, Schätzelein, so wird das nichts. Das muss erstmal alles richtig hier sein. Erstmal eins nach dem anderen. So, lass das mal. Ja, super. Ja, ist gut. Zugang, ich nehme mal das Ultraschall. In der Ellenbeuge, der war gut. So. Becken, keine freie Flüssigkeit. Ja. Der Ultraschall zeigt keine inneren Blutungen. Doch um sicher zu gehen, muss das Mädchen schnell in eine Klinik. Die nächste Kinderklinik war Fahrzeit, wenn es gut läuft, 50 Minuten weg. Viel zu weit. Ich möchte gar nicht riskieren, dass, wenn beispielsweise eine innere Verletzung, eine Blutung oder irgendwas vorliegt, dass wir in die Bredouille kommen. Also gilt in so einem Fall Erstversorgung, was nötig ist, und dann möglichst schnell weg. Und das war wirklich Hubschrauber rein und Kind in die nächste Kinderklinik. Die Zeit drängt. Dennoch ist unklar, ob wirklich keine inneren Blutungen vorliegen und wie schwer die Kopfverletzung ist. Damit am Ziel keine wertvolle Zeit verloren geht, hat Caros Team die Klinik schon über alles informiert. Wir sind also als angemeldeter Schockraum gelandet auf dem Klinikdach, haben das Kind sofort in den Schockraum verbracht. Dort wartete das ganze Team, bestehend aus, ich glaube, mindestens 15 Menschen. Die Notärztin hat alles gegeben. Ab jetzt kann sie nichts mehr tun. Außer dem Kind die Daumen zu drücken. In dem Fall bin ich guter Dinge, dass die Kleine auch 10 Schutzengel gehabt hat, die da auf sie gewartet haben, dass sie ohne schlimmere Verletzungen davongekommen ist. Ich kann aber nicht verhindern, dass ich danach, als wir dann gelandet waren, angerufen habe und gefragt habe, wie es meinen Kindern geht. Für mich ist das unabdingbar, die Eltern mit zu beruhigen. Denn eigentlich sind ja auch die Eltern diejenigen, die das Kind beeinflussen. Auch vielleicht unbewusst durch ihre Energie und durch ihre Wahrnehmung auch der Situation. Und ich kann nur aus meiner Perspektive sagen, also wenn meinem Kind jetzt was passieren würde und dann käme irgendwie ein übermotivierter Notarzt und Notärztin und würde mir kommentarlos das Kind aus dem Arm reißen, da hätte ich aber was dagegen. Also mir würde sicherlich keiner mein Kind so einfach aus dem Arm reißen. Das heißt, als Eltern möchte man natürlich ganz genau wissen, was ist mit dem Kind, was hat das Kind, was passiert als nächstes. Das heißt, man behandelt tatsächlich nicht nur das Kind, sondern auch die Eltern mit. Und das ist manchmal sogar schwieriger, als das Kind zu behandeln.